Jeder Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft und ein Angriff auf uns alle. Es reicht. Mit diesen Worten verurteilt Bundesjustizminister Heiko Maas die Anschläge vom Wochenende auf Twitter. Die Vorfälle reißen anscheinend nicht ab. In Sachsen-Anhalt hat die Polizei jetzt 6 Jugendliche festgenommen, die Versorgungszelte für Asylbewerber offenbar mit Stein beworfen haben. Eine Helferin des Deutschen Roten Kreuzes soll dabei getroffen worden sein. Die feigen Täter nutzten den Schutz der Dunkelheit. Es war 0:57 Uhr, als Unbekannte anfingen, Zelte des Roten Kreuzes in Halberstadt mit Steinen zu bewerfen. Die Helfer hatten sie aufgebaut, um Flüchtlinge in der benachbarten Sporthalle zu versorgen. Eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation wurde am Kopf getroffen. Wir sind natürlich dann hinter das Zelt geflüchtet. Die Flüchtlinge, die dort in der Turnhalle sind, haben wir dann sofort reingeschickt, damit keine weitere Gefahr besteht. Man hatte schon ein bisschen mit der Angst zu kämpfen gehabt, ja. Während des Angriffs auf die Helfer vom Roten Kreuz rufen die Täter rechte Parolen. Ja, Ausländer raus, Heil Hitler und sowas. Ja, so in der Art. Alles konnten wir auch nicht verstehen, weil wir dann damit beschäftigt waren, uns in Sicherheit zu bringen. Weil wir halt auch nicht wussten, was weiter passiert, weil dort dieser Weg ist alles komplett dunkel gewesen. Wir konnten nicht sehen, von wo das kommt, wie viele und was als nächstes passiert. Unmittelbar nach der Tat nimmt die Polizei 6 Personen fest. Und zwar Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 bis 20 Jahren. Gegen diese Personen sind auch Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und zwar zum einen wegen Volksverhetzung und zum anderen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Flüchtlingsunterkunft und die Versorgungszelte des Roten Kreuzes werden jetzt von der Polizei überwacht, um sicherzustellen, dass es nicht zu weiteren Übergriffen kommt.